Weiter geht's mit Metro 2033. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Verstecken Sie sich auf einem Wagen, der zur Front fährt. Okay. Nebenbei suchen wir immer noch. Ach, sowas hier. Das ist natürlich immer ganz toll. Ruckeln ist nicht toll. Aber das mag eben keiner. Nur für autorisiertes Personal. Junge, könntest du mir mal vorlesen, was da steht? Verschwinde, Arschloch! Brauchst du nicht gleich unhöflich zu werden, ey. Ich baller dir gleich ins blutes Arschloch, du selber Arschloch. Wow. Ja, unhöflich werden ist nicht nötig. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Interessante Hintergrundinformationen. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieb. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Streckensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Hm? Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Mann, seid ihr paranoid. Ich dachte, ich bin paranoid. Naja. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Alles, was man bei der Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Ich könnte Filter brauchen. Die müssen aber bis 5 zählen können. Die ausgewogensten Messer. Ich nehme mal noch ein Wurfmesser mit. Ich hab's ja. Ich hab ja Kohle up my ass. Abgemacht. Also von dem her brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hab ich voll. So, Filter wären wirklich schön gewesen. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Schmiedemeister. Du kannst aber vergeude keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Verkauf und Ankauf. Alles, was man bei der Reise durch einmal Verkauf. Und zwar die hier. Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. Was ist das hier? Ach, das ist meine Über-AK-Muni. Eine solche für 5 davon. Eine für eine. Dann kaufe ich mir mal 2 Pfeile. Brauche ich dann noch ein Pfeilgewehr. Guter Deal. Habt ihr hier ein Pfeilgewehr? Filter, Sonderangebote, alles was man bei der Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv die besser doppelläufige. Als ihre. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als ihre. Was zur Hölle ist das denn? Sieht aus wie ein Railgun. Handgefertigte Luftdruckwaffe, die leise Pfeile abfeuert. Kann gegen jeden Gegner eingesetzt werden. Die Zieloptik aber anstatt nach Schrot. Das gefällt mir nicht so die dolle. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen... will ich eigentlich nicht. Kommen Sie, schauen Sie! Brauchen Sie Mut? Dann fragen Sie mich. Da kaufe ich doch lieber ein bisschen hierfür ein. Kauf, 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 kauf. Man kann nie genug Mut haben. 400 Schuss sollten reichen. Ich töte jetzt alles. Oh yeah, Muni up my ass. Ist immer gut.
Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Immer mit der Ruhe, Junge. Nein, hier ist nichts. Okay. Geronimo! Lumps. Da war was. Moon! Geld. Was ich nicht mal gesehen habe. Ey, mach das Licht. Also ich hab Licht. Wollte sagen. Ah, ich sehe schon, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Ja, ich versuch's ja gerade schon. Hallo. Also, benutzen. Lektüre. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Haha. Lektüre. Metro 2033. Bedimmt. Ich mag dieses Spiel. Ich mag es. Hey, Andrei. Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Dagegen habe ich was. Gegen Einbahnstraßen. Vor allem jetzt, wo ich Muni ab mein Herz habe. Aufladen! Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Wow, 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 wow. What the... Hallo, Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge, du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung! Ideale? Zivilisten ist es nicht was gestattet, die wirklich wollen, Truppenzüge sind Schafe, die in den Tod laufen. Vorwärts, Marsch zum Fleischwolf. Ein Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit... Was haben die ein Glück, dass sie Metal Gear Artyom die Ein-Mann-Armee dabei haben? Auch wenn sie es nicht wissen. Alle Mann die Plätze einnehmen! Metal Gear Artyom. Metal Gear Artyom. Kannst du mal losgehen hier. Mir gefällt hier unten zwar recht gut. Ich habe eine tolle Lektüre hier. Und eine extra tolle Aussicht. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ihr seid ja toll. Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Aber das mit der Armee da? Hat mich an Asterix Lobel selbst erinnert. Die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Und sie werden wieder verlieren, denn wir haben die Ein-Mann-Armee.
die Überfront. Welches mit denn hier? Geht zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Nehme ich voll in Asterix und Obelix. Oh, ich höre schon Schüsse. Autsch. War ja klar, dass das nichts wird mit dem Zug hier. Autsch. Autsch. Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Metal Gear Artyom. Metal Gear Artyom. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht... Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Moon ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Moon an den Feind austeilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Fahr doch mal weiter hier. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und Metal Gear Artyom. Metal Gear Artyom. Ist das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Was sagt die Partei zu den zweiköpfigen Mutanten in der Fili-Linie? Also so viel zur Unterhaltung. Oh yeah, Feuer. Zusammenreißen! Mir nach! Mein Messer! Mein Lohn. Ich fürchte, er wird nicht lange reichen. Dann sind wir erledigt. Genug geredet! Hatte ich nicht gerade noch ein Messer mehr? Aufstellung nehmen! Wo ist denn das Messer, was ihn getroffen hat? Will man Messer haben? Messer! Wo ich das bei ihm hingepfeffert? Muni! Schalldämpfer oder... Ne, wir machen anders. Metal Gear Artyom. Metal Gear Artyom. Der war knapp. Dum 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 dum. Oder ich mach? Tut mir leid, Leute. Ich glaube, es hat ein bisschen Krach gemacht. Ah! Das war nicht so geplant. Nein, das war nicht so geplant. Verdammt. Memo an mich selbst. Keine Bombe schmeißen. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit. Irgendwie werde ich die aber, glaube ich, selber ausschalten müssen. Singen Sie mit mir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht. Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das. Machen wir das nochmal dasselbe. Bei Metal Gear. Und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Moon an den Feind aufteilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Schön in den Arsch. Das nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz...
Wo ist mein Messer? Warum kriege ich von einem von beiden immer kein Messer? Und unter dem roten Banner der ich habe dieses Messer definitiv irgendwo hier in den Kopf gerannt oder so. Und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben. Naja. Ich nehme mal mit. Die Partei zu den zweiköpfigen Mutanten in der Fili-Linie. Also so viel zur Unterhaltung. Ruhe! Zusammenreißen! Mira! Juno! Ich fürchte, er wird nicht lange reichen. Dann sind wir erledigt. Genug geredet! Raus jetzt! Eben, raus hier! Haut ab! Haut ab hier! Ihr habt mich schon einmal das Leben gekostet. Nur zur Sicherheit, falls jemand auf falsche Ideen kommt. Jetzt sind wir mit Nachsichtgerät N. Nice. Nett, nett. Doch, nett. Fällt mir. Aber ich will mich jetzt erstmal mal oben umgucken. Die kann ja ich auch noch später früh genug kaputt machen. Ich will mich jetzt erstmal oben umgucken. Ihr macht schön. Tschüss, tschüss. Ach, ich hätte mir das Pfeilgewehr vielleicht doch holen sollen. Hier könnte man so viel... ...stealthen. Ne, es sah nur so aus, als ob da eine Falle wäre. Was war das denn? irgendwie hat es nichts gebracht. Kann das? Oder liegt das an dem Helm? Okay, der hat mich hier schon gesehen. Wo habe ich mir jetzt den Rio gekrallt hier? Ja, das versuchen wir gleich nochmal und diesmal behalte ich da auch meinen Revo. Wir sehen uns dann an derselben Stelle hier nochmal in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute.